Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Wir reden von Gratiskino. Und das ab sofort. Mindestens 8 Wochen lang ganz in Ihrer Nähe. Hinter solch einer Aktion steckt wie immer der Gründer von klar.tv, nämlich Ivo Sasek. Er hat mit seinem neuesten Spielfilm 4-1 geht's besser am 7. Juli eine von Erfolg gekrönte Premiere gefeiert. Da stecken viel Herz und Liebe drin. Überzeugen Sie sich selbst, denn Action und schöne Bilder alleine verändern diese Welt nicht. Herzergreifende Qualität muss es sein. Zum Nachdenken. Ich habe eine ganz interessante Parallele entdeckt. Und zwar, dass nicht nur Ahmeds Pass am Tatort gefunden wurde. Am 11. September 2001, als die beiden Wolkenkratzer in New York pulverisiert wurden, soll ein ebensolches Häufchen, ein paar Fetzen Papier, unbeschadet aus der Mitte der Feuersbrunst gelangt sein, die ein ganzes World Trade Center zum Kollabieren brachte. Nein. Ein Film voller Humor, Spannung, Energie. Power und Romantik. Und wieder einmal, nichts ist unmöglich, fand Ivo Sasek und bringt seinen neuesten Streifen gleich in einigen 100 Open-Air- oder Home-Cinemas als Gratisvorstellung auf die Leinwand. Gratis für wen? Natürlich für alle klar.tv-Zuschauer und die, die uns näher kennenlernen oder sogar irgendwann einmal mit uns in irgendeiner Form zusammenwirken möchten. Da es sich um eine internationale Sonderaktion von Panorama Film und klar.tv handelt, brauchen Sie uns lediglich mitzuteilen, in welcher Region Europas oder in der Welt Sie den Film sehen möchten. Und wir navigieren Sie zur nächstliegenden Aufführung. Jetzt online anmelden unter www.klar.tv/gratiskino oder klicken Sie auf den Direktlink unterhalb dieser Sendung. Nun viel Vergnügen beim Einblick in den Kurztrailer. 4-1 geht's besser und natürlich bis bald. Wir freuen uns auf Sie. Man hat uns zwar von einer Reise in dieses unsichere Land abgeraten, doch wer sich politisch ein bisschen auskennt, der weiß, dass wir hier, wie Sie gesagt, bombensicher sind. Stehen bleiben! Hey, ihr! Stehen bleiben! Hände hochhalten, sagte ich! Sag deinen Namen. Ahmed. Hier steht aber Mohammed. Das ist auch nicht mein Ausweis. Den habe ich hier gerade gefunden. Ah ja? Gerade hier. Das kann jeder sagen. Der hier sieht dir aber ziemlich ähnlich. Ein Film mit den Hauptdarstellern Joshua und Anna-Sophia Sasek. Von Helden sterben anders, Sophie und der Sektenboss, Karma, ich komme wieder und Männer stiehlt man nicht.
dem Hauptdarsteller Pascal Zimmermann beim Film Im Anfang war das Herz und dem Hauptdarsteller Joas Bühler im Film Männer stiehlt man nicht. Den Sängerinnen Caroline Antoni, Kessia Jetta, dem Stardirigenten Ruth Sasek und dem Sänger und Gitarristen Mike Pullmann. Schafft es dieser Film zu einer Serie? Filmpremiere verpasst? Dann ist das Gratiskino genau Ihre nächste Gelegenheit, dabei zu sein. Melden Sie sich unter www.klar.tv/gratiskino.